Der Bruder fragt, er ist Reisender, kommt in die Moschee und der Imam betet natürlich hier in diesem Sinne ein 4-Raka-Gebet, aber der Bruder, der Reisende, kommt zu einem kommt zur dritten Raka. Ruku' noch erreicht, die Verbeugung? Ja, also die 2 Raka, die letzten beiden komplett dabei. Okay, wenn man zur dritten Raka gekommen ist, vollständig diese Raka gebetet hat, dann betet man hinter dem Imam. 1. Raka, 2. Raka ist das für dich, was für ihn die 3. und 4. ist. Er schließt dann ab, dann gehst du hoch und betest die 3. und 4. Raka für dich zu Ende. Inshallah. Auch wenn ich kürzen kann, normalerweise auf 2, weil ich auf... Nein, hier darfst du nicht kürzen, weil du hast dich hinter dem Imam angeschlossen. Und wenn du hinter dem Imam betest, musst du die volle Raka-Zahl beten. Anders ist es, wenn du in der vierten Raka kommst und die Position vom Ruku' überschritten hast, weil dann hast du eigentlich gar keine Raka. Hier kannst du dein verkürztes Gebet beten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tfadal Rayyan. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.